Hallo du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley mit mir, eure Fenja. Und solltest du neu hier sein auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke und kommentiere doch ganz, ganz fleißig. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Ja, in der letzten Folge haben wir es mit Scar beendet. Und jetzt haben wir überall diese komischen Schilder gesehen. Und zwar diese. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was das ist. Es ist auf jeden Fall Donald. Wer wohl da sein Spielchen treibt? Ein Moment, ich will das nennen. Ein Selfie machen. Ein Selfie? Oder beziehungsweise. Haltet mal. Können wir mal hier hinstellen? Nein, warum tue ich jetzt das Handy? Oh Mann. Ach, der Morgen fängt mal wieder gut an. Also was von. Warum? Die Kameraführung ist ein bisschen verwirrend, muss ich mal sagen. Ich will doch nur ein Landschaftsbild. Ah, mach mal so. So. Das sieht schön aus, oder? Das ist nämlich mein hübsches Landschaftsbild. Gut, gefällt mir. So. Nun gut. Es glitzert. Schaut, wie es glitzert. Es glitzert und funkelt und... Was? Oh. Oh mein Gott. Ich wollte gestern Abend noch mein Inventar ausleeren. Oh Mann. Wie peinlich. Jetzt habe ich nicht mehr dran gedacht, mein Inventar auszuleeren. Oh je. Verzeiht mir bitte. Jetzt sortieren wir noch Kisten. So, nee, da ist Weizen. Hier ist Reis. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen mehr Ordnung gemacht. Ich habe meine Futterkisten, würde ich gerade sagen. Alle hier unten. Und ich weiß auch nicht, warum ich die jetzt hier unten hingebracht habe, aber egal. Vielleicht damit ich nicht ständig hoch und runter rennen muss. Und nee, warte mal, hä? Doch, hier, sozusagen. So, warte mal, ich glaube, hier waren Bananen drin, genau. Kürbisse. Und Zitronen. Äpfel brauche ich noch. Kakao, nein. Himbeeren. Kokosnüsse. Sonst noch irgendwas? Nee, das Rest kommt alles oben hin. Ich bin noch nicht so ganz fertig mit meinen Sortieren, sagen wir es mal so. Mit meiner Kistenanordnung. Das muss ich irgendwie alles nochmal ein bisschen... Ja, mal gucken. Anders anordnen. Sagen wir es mal so. So. Jetzt kommen die schwarzen Steinchen. Grüne, lila. Hä? Moment hier mal. Läuft bei mir. Okay, jetzt packe ich da die roten rein. Dann kann ich die roten nämlich woanders hin. Also. Das Ganze nochmal sortieren, denn
Eieieiei. Das mache ich dann aber in Offline. So, warte mal, die roten nehme ich jetzt mit. Hier war mein Eisen. Sand. Muss ich die Tage noch mal irgendwie anders sortieren? Aber so lernt ja meine Truhen jetzt auch mal alle kennen. Mensch, ich habe ja noch den Knuffi bei mir. So. Orange habe ich jetzt nichts. Da ist auch nichts drin. Komisch. Na egal. Da sind die Diamanten. Sind meine Goldbarren. Meine Goldnuggets waren, glaube ich, wieder woanders. Das ist das Glas. So. Ach, ich muss das irgendwie mal so zusammenhängend machen. Sozusagen. So. Baumwolle. Ja, Baumwolle. Wo lasse ich denn meine Baumwolle? Hier, da ist Erde drin. Irgendwo war doch hier noch ein paar leere Truhen. Fangen wir da erstmal die Baumwolle rein. Später würde ich sie wieder suchen. So, jetzt habe ich noch meinen Knofi. Oder waren es die Zwiebeln? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Knoblauch. Zwiebeln sahen anders aus. Knoblauch war hier, genau. So, jetzt habe ich noch eine Blume. Die Blumen sind überfordert. Und meine Saatgut. Hier habe ich noch einen Beutel, den wir noch schnell öffnen können. Cool. Eine Mütze. Tada! So, aufgeräumt. Hey, aus irgendeinem Grund vergesse ich das abends dann immer so. Ich wollte doch mein Inventar leer machen und dann, ja, so wie jetzt kurz vor der Aufnahme. Jetzt aber stand auf dem Böso. Was? Stand auf dem Bösometer ansehen. Ach so, ach so. Du hast einige verunstaltete Schilder auf der friedlichen Wiese gefunden. Es scheint, dass Stitch Donald genervt hat. Du hast ein Schild gefunden, auf dem eine seltsame Zeichnung von Donald zu sehen ist. Zeige Donald das verunstaltete Schild. Wie gemein. Aber irgendwie habe ich das mir schon gedacht, dass das Stitch hier war. Der kleine Schelm. Oder nicht? Bösometer. Das ist ja niedlich. Okay, also sollen wir jetzt zu Donald. Na, der wird sich ja freuen. Wo ist denn Donald? Bei sich zu Hause. Und ich habe mir jetzt übrigens gedacht, in der nächsten Folge werden wir jemanden holen. Und zwar wollen ja alle einen gewissen kleinen Roboter. Und dann habe ich mir gedacht, dann holen wir ihn jetzt langsam mal ins, ja, Dorf. Was haltet ihr davon? Damit wir auch ein bisschen weiter vorankommen. Vielleicht kriegen wir ja dann endlich auch mal die Pilze da.
glaube, wir haben jetzt Kackwetter. Ja, klar, Donald. Hey, Donald, ich habe ein Schild mit einem Bild von dir auf der friedlichen Wiese gefunden. Aber anscheinend hat es jemand bemalt. Ah, was soll das? Wer würde... Oh, ich weiß, wer das war. Es war Stitch. Wenn er das nochmal macht, dann werde ich... Arr. Beruhig dich, atme tief durch. Was ist denn los? Wie kann ich helfen? Endlich, zur Abwechslung will mir hier mal jemand helfen. Ich erzähle allen, dass wir ein Stitch-Problem haben. Aber hört jemand auf mich? Nein! Was hat Stitch angestellt, um dich so zu verärgern? Er hört nicht auf, mich zu nerven, hinterlässt Zahnabdrücke in meinen Steg, stiehlt die Würmer aus meinem Angelkasten. Und dann hat er mich gefragt, ob ich hässlich wie ein Entlein bin. Ich glaube, du hast Stitch missverstanden. Eine seiner Lieblingsgeschichten ist das hässliche Entlein. Ich habe nichts verstanden. Er hat es auf mich abgesehen. Also habe ich dieses Schild im Dorf aufgestellt, um Stitch zu sagen, dass er sich von meinen Lieblingsplätzen fernhalten soll. Kluge Idee. Gute Zäune sorgen für gute Nachbarschaft. Das ist aber nicht nett. Das Dorf ist für alle da. Ganz genau. Und ich teile das Dorf gern mit allen, die sich zu benehmen wissen. Aber Stitch versucht es nicht mal. Er ignoriert meine Schilder. Aber das ist noch nicht alles. Er hat Grimassen auf die Schilder gemalt. Vielleicht kann ich mit Stitch reden und versuchen, ihm beizubringen, dein Eigentum zu respektieren. Danke. Wenn Stitch mich nicht in Ruhe lässt, werde ich sein Raumschiff reparieren und ihn auf den Mond schießen. Armer Stitch. Auf den Mond schießen. Wie gemein ist das denn? Das ist ja gemein. Dabei hat Stitch ihn, glaube ich, gar nicht geärgert. Aber wer weiß, so genau kenne ich Stitch jetzt auch nicht. Ich habe das auch nie so wirklich verfolgt, muss ich sagen. Auch nicht so die Serie. Ich meine, es war ja eigentlich eine Serie, oder? Oder war es ein Film? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es eine Serie gab. Hallo. An irgendwem erinnert mich seine Stimme. Ich habe gehört, dass es zwischen dir und Donald ein paar Streitigkeiten gab. Keine Streitigkeiten. Stitch macht Streiche. Donald macht... Ah! Donald ist mein lustiger Freund. Freund? Du spielst Donald einen Streich, weil du es nicht lustig findest, wenn er wütend ist. Manche Leute mögen es nicht, wenn man ihnen einen Streich spielt, Stitch. Donald wird leicht wütend, auch ohne dass ihm ein Streich gespielt wird. Donald wird wirklich wütend. Du musst deine Grenzen respektieren. Oh, soll aufhören, Donald Streiche zu spielen? Es stand auf Bösometer von Stitch zu schlecht. Mach dir keine Sorgen, wir bekommen es in den Griff. Natürlich nicht, du bist nur ein bisschen wild. Ich fürchte, wir erreichen ein kritisches Level an Bosheit. Stitch wird besser machen, versprochen. Warum fangen wir nicht damit an, die Schilder zu ersetzen, die du bemalt hast? Ich werde dir beibringen, Sachen zu reparieren. Lass uns Donalds Schilder reparieren. Wir müssen Hartholz, Weichholz und diese beschädigten Schilder finden. Wiedersehen. Aloha. Aloha. So, wir brauchen Hartholz und Weichholz. Wieso habe ich das nicht mehr? Sehr verdächtig. Wieso habe ich das denn nicht mehr?
Mysteriös. Ach, bestimmt wegen den Vogel. Nektarspendern. Jetzt kommt's raus. So, Hartholz, 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 Hartholz. War, glaube ich, hier unten, oder? Nee. Nee. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Wenn wir kriegen. Ja, hier kriegen wir Hartholz. Aber ich glaube, hier gab es gar nicht so viel. Ich glaube, das meiste kriegen wir im Walter Tapferguide, glaube ich. Sozusagen. Dann fliegen wir da mal hin. Dü, 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 dü. Irgendwie war das auch kein Hartholz. Oder? Jetzt. Zwischendurch hier meine Wurzel entfernen. Es geht schon wieder los. Münzen! Dum, dum, dum! Nanu, wieso ruckelt das denn hier jetzt so im Hintergrund? Bestimmt mein Antivirenprogramm. Aber wir wollten eigentlich Holz sammeln. Das war, glaube ich, Weichholz. Du, 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 du. An die Wurzel. Alles macht einfach so einen Spaß, die zu entfernen, muss ich sagen. Das ist so. Keine Ahnung. Hätte schwören können, ich hätte gerade ein bisschen die Melodie von Die Schön und das Biest gehört, aber ich kann mich auch täuschen. Ich mag übrigens dieses Lied Märchen schreibt die Zeit oder wie das heißt. Das mochte ich schon als Kind total gerne. Obwohl ich sagen muss, ich habe nie den Die Schöne und das Biest geguckt. Ich hatte es nur als Hörspielkassette gehabt damals. Aber ansonsten kenne ich den Film leider nicht so wirklich, den alten Disney-Klassiker. Gibt's den überhaupt noch irgendwo zu kaufen, den Disney-Klassiker? Ups, nein, das war kein Holz. Ich frage mich, ob wir später auch Kapp und Kappa kommen werden. Oder Aristokels. Hieß das Aristokels? Na, mit diesen Katzen. Und Anastasia. Oh, darüber würde ich mich auch mega freuen. Oh. Es gibt so viele Disney-Charaktere aus meiner Kindheit. Und ich meine, vielleicht auch so aus eurer Kindheit und so. Wem würdet ihr euch denn am meisten wünschen? Ach nee, wir sollen Stitch die Teile geben. Ups.
Also ich würde mich mega darüber freuen, wenn Anastasia hierher kommen würde. Kapp und Kappa. Was gab's denn noch? Pocahontas. Und so, oh, das wäre mega. Das wäre voll mega nice. Phineas und Ferb und so. Oh, was ist das? Das ist ein Teil von dem, was wir brauchen, um die Schilder zu reparieren. Sieh mir zu, wie ich ein paar davon an einer Werkbank repariere, dann kannst du versuchen, selbst eins zu reparieren. Okay, dann wird Stitch gut im Reparieren und Zerstören sein. Zerstören sein, oh je. So. Wir suchen eine Werkbank, beziehungsweise haben wir ja eine Werkbank. Na, jetzt kribbelt mir die Nase. So, benutzen. Möbel. Wie viele Schilder müssen wir eigentlich herstellen? Zwei. Zwei Schilder. Hä? Achso. Sind sie wieder irgendwo ganz unten? Suchen, suchen, suchen. Donald-Schild. Okay, wir sind Stitch-Team. Oh, das ist einfach süß. Hier sind die Schilder, die ich repariert habe. Kann Stitch jetzt Schild reparieren? Ich denke, du bist bereit. Lass uns loslegen. Kubaya! Sei einfach vorsichtig, okay? Taka! Schau, Stitz macht besser als vorher, ja? Sieht toll aus. Danke. Lass uns diese Schilder rund um die friedliche Wiese aufstellen. Das sollte Donald zeigen, dass du ihn respektieren kannst. Süß. Oh, Stitch ist echt wie so ein kleines süßes Kind, das man knuddeln möchte. Finde ich. So, auf der friedlichen Wiese aufstellen. Ich weiß ja gar nicht, wo seine Lieblingsplätze sind. Auf jeden Fall kommt dieses Schild hier hin. So, weil das ist nämlich voll süß. Waren denn hier so seine Lieblingsplätze? Warte mal, ich glaube, ein stand hier so. So. Das andere. Stand. Eigentlich stand das hier, ne? So. Wir haben Schilder repariert und wieder aufgestellt. Ist Stitch Bösus Meter jetzt nie niedrig? Noch nicht. Du musst dich noch bei Donald entschuldigen. Entschuldigungen lassen dein Bösometer sehr schnell sinken. Wird das Stitch entschuldigt? Stitch sehr schlecht, Entschuldiger. Das macht nichts.
Wenn es ernst gemeint ist, ist es ganz leicht, sich zu entschuldigen. Das Wichtigste ist, dass es von Herzen kommt. Den Fehler nicht zu wiederholen, ist hinter sich zu bringen. Ich denke mal, dass es vom Herzen kommt. Und den Fehler nicht zu wiederholen. Also, da wir jetzt nur eine Auswahlmöglichkeit haben, bin ich der Meinung, das Erste. Okay, Taka, wir finden Donald und ich mich entschuldigen. Hört zu, wie Stitch sich... Achso, bei Donald. Lalalala. Arr, nicht du schon wieder. Was für ein Streich wirst du mir diesmal spielen? Kein Streich, nur Entschuldigung sagen. Entschuldigung? Jetzt bin ich mir sicher, dass du mir einen Streich spielst. Ich bin zu schlau, um darauf hereinzufallen. Nein, nein, kein Streich. Fenja hilft, Stitch-Schilder zu reparieren und sich zu entschuldigen. Es tut mir leid. Von Stitch Herzensstiefe, genau wie Fenja sagt. Nun, wenn das wirklich kein Streich ist, dann, ach, ich schätze, ich verzeih dir. Fürs Erste. Aber ich werde dich im Auge behalten. Also solltest du lieber aufpassen. Stitch möchte Donald mag Entschuldigung von Stitch. Oder? Du hast tolle Arbeit geleistet. Halte Stand auf Bösometer positiv versprochen. Spiele Donut nur manchmal Streich. Stand auf dem Bösometer. Okay, dann würde ich sagen... Oh! Oh, wie süß! Oh, das hast du ganz toll gemacht, Stitch. Ich habe einen ziemlich guten Tag. Das hast du. Oh, wie süß. Aber seine Stimme kommt mir trotzdem irgendwie so bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, war's das heute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abochen freuen. Aktiviert die Glocke hier auf dem Kanal, damit ihr keine weiteren Let's Play-Folgen mehr verpasst. Und kommentiert doch ganz, ganz fleißig unten ins Kommentarfeld. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Und dann schalten wir, ja, einen neuen Charakter frei. Bis dann und bleibt gesund. Ciao, ciao, eure Fenja.